Erstmal spendieren sich die Senats- und Fraktionsspitzen viel Eigenlob bei der Vorstellung der Sparlisten. Denn anders als bei der Ampel sei die Koalition überm Streit ums Geld nicht geplatzt. Aber ein bisschen Zerknirschung gibt es auch. Ja, meine Damen und Herren, wenn man 3 Milliarden aus einem Haushalt rausnehmen muss, dann sind das schmerzhafte Einschnitte. Und ich will das nochmal sagen, wir haben uns das nicht leicht gemacht. Massive Einsparungen gibt es vor allem im Bereich Verkehr und Umwelt. Insgesamt 660 Millionen Euro fallen für Investitionen in Schienen und Züge weg. Während das Sozialticket von 9 auf 19 Euro steigen soll, wird das vor allem von der SPD unterstützte 29-Euro-Ticket einkassiert. Wirtschaftssenatorin Giffey, die bis zuletzt darum gekämpft hatte, verteidigt die Entscheidung. Bewahren wir unser Schülerticket, kostenloses Schülerticket für über 300.000 Kinder und Jugendliche in unserer Stadt. Bewahren wir das kostenlose Schulmittagessen, die kostenlose Kita-Betreuung, die Hortbetreuung. Und wir wussten, wir können nicht alles haben. Und am Ende haben wir uns für die Kinder, für die Familien entschieden. Auch die Kultureinrichtungen müssen verzichten. Rund 130 Millionen Euro werden hier gespart. Und auch Baumaßnahmen wie der Jahn-Sportpark werden abgespeckt. Der Umbau darf maximal 250 Millionen Euro kosten, mit klarer Ansage an weitere Projekte. Quadratisch, praktisch, gut. Das ist die Leitschnur und möglichst wenige Schnörkel und Sonderlocken. Die Opposition kritisiert die Sparpolitik. Diese Einsparungen von Schwarz-Rot gehen zulasten der Menschen. Das geht gegen die Menschen. Vor allem alle, die in Berlin unterwegs sind jeden Tag, die werden es bitter zu spüren bekommen. Denn der ganze Ausnahmezustand, der im Moment in Bussen und Bahnen herrscht, der wird jetzt der Dauerzustand. Das wird jetzt Normalfall werden. Wir sehen sehr schmerzhafte Eingriffe auch in der Bildung. Das können wir noch gar nicht abschätzen, wie die Folgen da sein werden. Dass Schulneubauten wegfallen, ist ja schon bekannt. Aber wir vermuten, dass auch in den einzelnen Titeln weitere Einsparungen vorgenommen werden, sodass der Bildungsbereich ausblutet. Man hätte im Bereich Migration zum Beispiel auch Einsparungen vornehmen können. Das ist komplett außen vor gelassen, vollständig. Und da sehen wir durchaus viele Weichen, die man in andere Richtungen hätte stellen müssen. Wenn die Sparlisten im Dezember verabschiedet sind, folgt im nächsten Jahr eine neue Runde. Dann müssen wieder 2 Milliarden eingespart werden. Na, da haben wir die Reaktion aus der Politik eben gehört. Aber vor allem wollen wir ja hören, was die sagen, die es trifft, also die Bürger. Erste Eindrücke von einer spontanen Straßenumfrage heute. Na, man könnte auf jeden Fall vielleicht aufhören, an 20 Baustellen gleichzeitig zu arbeiten. Es spart auf jeden Fall jede Menge Geld, wenn man erstmal eine Baustelle zu Ende führt und dann vielleicht die nächste anfängt. Beim 29-Euro-Ticket, doch, da hätte ich möglicherweise gespart, aber dann das Deutschland-Ticket dann weiter vergünstigt. Es ist schwierig, immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ich bin enttäuscht von der Sparpolitik des Landes überhaupt. Schwer zu sagen, ja, keine Ahnung. Gerade bei der kindlichen Bildung sieht es natürlich irgendwie falsch aus. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Sie haben im Grunde genommen fast alle Bereiche gekürzt, die es so gibt. Am meisten tut es mehr weh bei Kultur. Ja, und jedem tut es natürlich woanders weh. Und natürlich will jeder auch woanders sparen. Kann man ja verstehen. Macht das Kürzen aber nicht einfacher. Diesmal jedenfalls gab es offenbar keine Tabus. Der Senat hat den Rotstift fast überall angesetzt. Selbst bei den Jugendhilfeausgaben, an die sich frühere Regierungen eher selten rangetraut hatten. Das Absperrband hängt schon seit der Protestdemo letzte Woche. Das Signal ist eindeutig. Finger weg von unserem Familienzentrum Villa Lützow. Wir sind unkürzbar. Jetzt aber wälzen die Jugend- und Schulsozialteams des Trägers FIP e.V. in Tiergarten Süd die schwarz-roten Sparlisten und müssen lernen, leider doch kürzbar. CDU und SPD streichen 7 Millionen Euro Landesgeld bei der freien Jugendarbeit und fast 3 Millionen bei der freien Jugendhilfe. Das ist die große Misere in dieser Haushaltsdebatte jetzt gerade auch. Also keine Sicherheit hier auch geben zu können. Ne? Weder unseren Ziel. Noch weiß FIP e.V. nicht konkret, welche ihrer stadtweit 14 Kinder- und Jugendprojekte gekürzt werden. Sie wissen nur, dass sie betroffen sein werden. Der Kindertreff in der Villa Lützow hängt direkt an den Landesgeldern. Wenn mir das Geld jetzt wieder wegfällt, dann falle ich auf 1,2 Stellen zurück an diesem Standort. Damit können wir uns genau 3 Tage Öffnungszeit leisten. Also man kann sich in einem Kiez wie Tiergarten Süd ausrechnen, wie viel Bedarf hier ist für 6- bis 14-Jährige am Nachmittag. Wie kann ich denn einer Person, die gerade den Job sucht, in dieser Fachkraftmangelsituation sagen, komm zu uns, arbeite bitte bei uns, wenn ich die grundlegendsten Sachen eines Arbeitsverhältnisses nicht sicher anbieten kann?
Auch Elvira Berndt vom Streetwork-Träger Gangway hat die Streichlisten heute durchgeackert. Nicht nur die Kürzungen für die Jugendhilfe machen ihr Sorgen, auch der Posten für die Tariferhöhungen für freie Träger wie Gangway fällt komplett weg. Mit dem Versprechen aus dem Jugendgewaltgipfel vom Januar 2023, Streetwork und Jugendarbeit zu stärken, hätten die Zahlen jetzt nicht mehr viel zu tun. Es gibt eine komplette Streichung der Tarifvorsorge, die man addieren muss zu dem, was an Kürzungen in den einzelnen Bereichen steht. Und wenn ich hier bei der freien Jugendarbeit auf 17% komme an Kürzung plus ungefähr 10% Tarife, dann bin ich bei mehr als einem Viertel des Angebotes. Und das widerspricht allem, was politisch versprochen ist. Auch deshalb blasen nicht nur die Teams von FIP e.V. schon wieder zur Unkürzbar-Demo übermorgen vorm Abgeordnetenhaus. Der Herr des Geldes und damit auch der Herr der Kürzungen ist der Finanzsenator Stefan Evers. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hat irgendjemand heute bei Ihnen angerufen und gesagt, das finde ich gut, was ihr so kürzt? Als Staatsbürger, als Finanzsenator sage ich, es ist gut, dass Koalitionen, dass Regierungen noch die Kraft zu so schmerzhaften Entscheidungen aufbringen können, wenn sie erforderlich, wenn sie notwendig sind. Als Berliner sage ich, natürlich sind es Schmerzen, die solche Entscheidungen verursachen. Es ist Geld, das an verschiedensten Enden der Stadt fehlen wird, das eingeplant war für das kommende Jahr. Und niemand hat sich gewünscht, dass wir solche Kürzungsentscheidungen jetzt treffen müssen. Aber natürlich müssen wir dafür sorgen, dass dieser Haushalt auch für die kommenden Jahre solide aufgestellt sind. Denn ansonsten hätten wir auf Sand gebaut. Und insofern Dankbarkeit, Applaus erwartet man nicht, wenn man solche Entscheidungen trifft. Aber wenn sie getroffen werden müssen, dann muss man als verantwortlicher Politik da auch dazu auch stehen. Nun ist die Diskussion bei den meisten Bürgern heute wahrscheinlich gar nicht so sehr, müssen wir sparen, sondern warum müssen wir hier sparen? Und wenn wir jetzt gerade zum Beispiel die Jugendhilfe nehmen, freie Jugendhilfe, warum gerade da, wenn es immer heißt, Kinder sind uns besonders wichtig? Wir mussten in diesem Haushalt 3 Milliarden Euro konsolidieren. Das sind 3.000 Millionen Euro. Das ist eine unvorstellbare Menge Geld. Und ich habe immer darauf hingewiesen, es wird nicht gelingen, einzelne Bereiche auszunehmen. Das wird ausgeschlossen sein. Wir haben es im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, wir haben es im Bereich der Bildung insgesamt, aber geschafft, ihn deutlich weniger zu belasten als andere Bereiche. Das ist eine der klaren Prioritäten, die wir im Zusammenhang mit diesen Entscheidungen getroffen haben. Das macht es für diejenigen, die jetzt mit weniger Geld umgehen müssen, auf keinen Fall leichter. Aber es zeigt, dass wir auch hier Prioritäten gesetzt haben. Und das wollten und mussten wir tun. Sie sagen, Sie haben keinen Bereich ausgenommen. Manchmal ist es ja interessant, auch auf das zu gucken, was nicht angetastet wird. Und heute gab es viel Kritik daran, dass Leute gesagt haben, warum liegt denn nicht die Parkgebühren mal 10, 20, 30 Euro höher? Also die Parkvignette, die jährliche. Dann könnt ihr an anderer Stelle vielleicht ein bisschen was weniger sparen. Eine solche Maßnahme würde mutmaßlich einen einstelligen Millionenbetrag bringen. Trotzdem, wir haben ja auch vieles andere im Haushalt angeschaut. Ja, das wäre die Kinder- und Jugendhilfe. Es wurde sehr intensiv darüber debattiert. Und so wie ich die Diskussion wahrnehme, werden wir auch im Laufe des Jahres uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir werden ein Gesamtkonzept diskutieren, das nicht nur die Frage, wie teuer wird die Anwohnerparkvignette sein, sondern wie gehen wir insgesamt mit dem Parken in der Stadt um, wie verteilen wir dort die Lasten. Und wir haben durchaus im Blick, dass wir hier auch Entlastungen und Mehreinnahmen für den Haushalt noch erzielen können. Ganz laut und nachdrücklich protestiert schon im Vorfeld hatten die Kultureinrichtungen, die Kulturschaffenden der Stadt. Da gab es letzte Woche ja auch schon eine große Demo dazu. Da war die Rede von 10%, die gekürzt werden sollen. Jetzt ist es sogar noch mehr geworden, wenn wir alle richtig gerechnet haben. Wir können uns mal ganz kurz anhören, was Ihr Kollege, der Kultursenator, dazu gesagt hat. Das, was wir heute, die 121 Millionen für die Kultur an Einsparungsvolumina mitbekommen haben, das ist natürlich eine unfassbar große Belastung. Dessen bin ich mir, dessen sind wir uns in der Kulturverwaltung bewusst. Aber wir sind noch nicht fertig. Am 26. November, da müssen wir erst eine Senatsvorlage einreichen. Und dann werden wir sehen, ob wir in der Zwischenzeit was erreicht haben. Ich hoffe es sehr. In der Zwischenzeit was erreicht haben, da macht er jetzt die Büchse der Pandora schon wieder auf. Heißt das, Sie reden doch nochmal, es könnte vielleicht doch für die einen noch weniger schlimm kommen? Also wir haben natürlich gesehen, dass es Unschärfen bei einem so umfassenden Beschluss geben muss. Wir haben gesehen, dass der Haushalt weiter atmen muss, dass wir auf Fehler, dass wir auf Korrekturbedarfe reagieren müssen. Und deswegen gibt es natürlich Änderungsmöglichkeiten. Es gibt sie im parlamentarischen Verfahren. Wir werden bis zum Senatsbeschluss dort nichts mehr ändern können. Aber es gibt sie auch im Haushaltsvollzug. Wir werden die Titel nicht absenken im Haushalt. Wir werden sie sperren und können deswegen immer dann, wenn wir sehen, es gibt hier grobe Verzerrungen, auch reagieren. Klar ist, es wird volumengleich passieren müssen.
Forderungen. An den 3.000 Millionen Euro ändert sich nichts. Auch an der Belastungsverteilung der Einzelpläne wird sich nichts ändern. Aber ich bin beispielsweise mit dem Kultursenator aktuell sehr intensiv im Gespräch darüber, ob wir nicht zum Beispiel über andere Finanzierungsformen für einzelne Kultureinrichtungen auch noch Entlastung organisieren können. In dem Beitrag vorhin, da hieß es, Sie müssen bei der nächsten Haushaltsberatung im nächsten Jahr noch mal 2 Milliarden einsparen. Das müssen Sie vielleicht erklären. Kommen die jetzt on top? Also es geht zunächst einmal nicht um das Haushaltsjahr 25. Das haben wir jetzt bereinigt. Dieser Haushalt spricht jetzt klar und wahr. Für das Jahr 26 und 27 ist ein neuer Doppelhaushalt aufzustellen. Und ich habe ja immer betont, es geht um insgesamt 5 Milliarden Euro Konsolidierungsvolumen. 2 Milliarden werden also noch zu heben sein. Daran arbeiten wir im Hintergrund schon jetzt sehr intensiv. Wir wollen diese Diskussion nicht noch einmal in der Weise wiederholen müssen, wie das jetzt in den vergangenen Monaten der Fall war. Und ich bin mir zuversichtlich, dass diese Härte von Entscheidungen sich nicht noch einmal wiederholen wird. Stefan Evers, vielen herzlichen Dank.